Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village. Aus Colchester, einem kleinen Ort auf einer kleinen Insel in einem großen, weiten, unbekannten Meer. Wir hatten ja mal wieder das Problem, dass die Felder kaputt waren. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ah, da können wir noch nichts ernten. Ich habe echt keine Ahnung. Aber immer, ab und zu passiert es irgendwie immer mal wieder. Und dann aber gleich alle Felder. Meistens natürlich zu Zeitpunkten, wo man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Und ich weiß auch nicht, was man dagegen tun könnte. Weil, bis ich es merke, ist es halt eigentlich schon viel zu spät und dann kann ich nicht mal groß was machen. Also ich kann dann halt abernten lassen und neue bepflanzen, aber das ist dann halt schon spätes Frühjahr, bis ich das mitkrieg. Und solche Kapazitäten, die pflanzen ja teilweise nur zwei Reihen an, dass dann trotzdem noch alles abgedeckt wird. Solche Kapazitäten an Feldern kann ich ja überhaupt nicht vorhalten. Kind während der Geburt gestorben. Schade. Wir sind wieder 59, sind wieder ein paar Leute gestorben, leider. Aber ich glaube, momentan haben keine Leute, ist kein Hungernder mehr dabei. Es sind alle nahrungstechnisch zumindest von den Grundzügen her versorgt. Ein Baby wurde geboren. Okay, schauen wir gerade nochmal, wie es hier eigentlich aussieht. Wir haben 12 Landwirte, 5 Sammler, 9 noch ein Baby wurde geboren. Das haben wir natürlich alles nur auf Landwirte, Obstbauern, Sammler, Fischer, Jäger beschränkt, dass wir so zumindest das nahrungstechnisch alles irgendwie über die Bühne kriegen. Ich hoffe, dass jetzt bald wieder einige Jugendliche älter werden. Haben wir überhaupt welche? 5-jährig, ja, das sieht gut aus. 2, die ein Baby erwarten, aber keine 5-jährigen. Erwartet ein Baby, kein 5-jähriger. Da ist auch nochmal ein 5-jähriger. 2 5-jährige sogar. Wunderbar, das heißt 3 Jugendliche sollten mindestens noch kommen. Da haben wir auch keinen. Da haben wir auch einen. Sind also 4. 4 Jugendliche, die jetzt bald älter werden. 5 Jugendliche. Sechs. Gut, also 6 Arbeitskräfte sollten wir in naher Zukunft noch dazu kriegen. Dann können wir nochmal wieder Fischer und Sammler dazu ordern und dann auch schon mal anfangen, einen der Holzhackt abzustellen. Und dann haben wir hoffentlich dieses Jahr wieder genug zu essen. Also die ganzen Babys werden gerade schon mal geboren. Nett wäre auch, wenn jetzt mal die Jugendlichen älter würden. Das wäre sehr nice. Auf Schmied brauchen wir auch bald einen. Wir haben bald kein Werkzeug mehr. Kein Werkzeug ist auch nicht gut. Gar nicht gut sozusagen. Ich überlege gerade, wie das in Banished war, ob da der Schmied bestimmte Werkzeuge immer nur herstellte oder ob er auch, ob es einfach nur den Begriff Werkzeug gab. Da bin ich gerade etwas überfragt. Hier fehlt doch auch schon wieder. Gehen die kaputt oder was ist damit los? Und der pflanzt noch? Das war doch eben noch vollständig, oder? Ich
Ich verstehe es nicht, weil jetzt pflanzt da auch nicht mehr. Gehen die Pflanzen kaputt oder gehört das? Ich weiß es nicht. Also falls das jemand von euch zufällig weiß, was diesen Effekt hervorruft, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich wüsste es zu gerne, warum die Felder da manchmal solche Aussätze haben. Weil die Felder sind halt die Basis für den Winter. Ich verstehe es nicht. Sowas von überhaupt nicht. Und es kann ja auch nicht sein, dass da kein Brunnen in der Nähe ist. Oder ist der zu weit weg? Nee, kann eigentlich nicht sein, oder? Der ist dort. Ich könnte mal eine Straße mal bauen lassen. Die dann hier so entlang geht. Ups. Weiß zwar nicht, was ich da jetzt gerade gemacht habe, aber erstmal egal. Haben sowieso keinen, der so baut. Zur Not wird das eine Autobahn. Aber die Felder sehen zumindest schon mal gut aus. Hoppala. Der ist noch am Pflanzen, oder? Nee, ist er nicht. Das ist kaputt. Ich verstehe es nicht. Weißt du was? Das darfst du ernten. Und dann setzen wir dich anderweitig ein. Es macht so keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn auf die Art. Hängen wir mal da oben dran, dass wir das auch. Ein Baby wurde geboren. Ich wäre dafür, dass ein Jugendlicher jetzt älter wird. Ah, der erntet auch schon, okay. Dann dürfte der Hafermensch auch ernten. Nee, da ist noch. Ist das Hafer? Hafer, ja. Der ist noch nicht an der Ernte, okay. Geht wieder los, Häuser ohne Nahrung, aber wir kriegen ja jetzt noch wieder Kartoffeln rein. Die holen die sich dann hoffentlich per Zeiten, bevor sie verhungern, wenn es geht. Wir haben zwei Jugendliche, die älter geworden sind. Halleluja. So. Die machen wir natürlich direkt als Sammler und Fischer. Dass wir noch mehr Leute haben, die Essen holen. Was ist das, was die Felder so kaputt gehen lässt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch noch von keinem anderen gehört, bei dem das so passiert. Muss mal googeln, vielleicht finde ich dazu irgendwas. Ah, er fängt auch an mit der Ernte, okay. Gut, dann geht's jetzt langsam los. Spätsommer, ja. Ich glaube, hier sollten wir dann die Ernten auch langsam initiieren, dass die hier auch rechtzeitig geerntet werden, ne?
Weil wenn wir damit zu spät anfangen, dann ist auch doof. Da würde ich gern noch auf die 1000 warten. So. Spätsommer, du darfst auch mal anfangen, du bitte auch. Der ist schon dran. Tausend, jawohl. Ist die Frage, können wir es noch riskieren? Warten wir noch ein bisschen? Schwere Entscheidung. Wenn wir zu lange warten, kriegen sie es nicht geerntet. Wenn wir es zu früh ernten, verschenken wir unnötig Kartoffeln. Das ist ja die große Frage. Oh nö, nicht schon wieder. Leute ohne... Wir haben Kartoffeln, holt euch. Bitte nicht schon wieder sterben. So, das Feld ist fertig. Die machen wir auch gleich mal zu einem... die können wir jetzt mal zu einem Holzhacker machen. Die Bäuer. Weil das geht ja dann jetzt auch langsam los. Ein Sammler... Ach, jetzt geht das schon wieder los. Ich hab doch zu essen. Holt's euch doch einfach, ihr Deppen. Ich verstehe euch manchmal einfach nicht. Es ist doch genug da. Holt es doch einfach. Und esst. Und sterbt mir nicht einfach davon. Meine Güte. Manchmal seid ihr echt Idioten. Sei mal so am Rande erwähnt. Wenn du mir jetzt auch noch davon stirbst, dann hau ich dich. Hol doch kein Werkzeug, hol doch was zu essen, du hohle Nuss, du. Mann. Der Jugendliche ist älter geworden und kann es mit der Arbeit beginnen. So. Na. Ich verstehe es manchmal, also so vieles verstehe ich in dem Spiel manchmal nicht, warum sie so handeln. Ich glaube, man muss es auch nicht verstehen. Guckt es euch an, statt dass diese hohle Fritte da, sich was zu essen holt und isst. Nein, sie geht jetzt lieber sammeln und verhungert dann. Und sammeln tut sie auch noch möglichst weit weg, sodass der Hungertod garantiert ist. Bist doch eine blöde Nudel. Oh, was ist denn das für eine Pflanze? Es gibt hier so viele Kräuter, die du sammeln könntest, aber nein, du musst natürlich bis ans Ende der Insel gehen. Wieso trägst denn du hohle Fritte jetzt? Jetzt trägt sie Holz. Das ist wirklich ohne Worte. Ich sehe es schon kommen, ist gleich verhungert. Das ist wirklich einfach ohne Worte. Da, ich hab's doch gewusst, zu Tode gehungert. So eine hohle Nuss.
Da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Vor allem, ich kann es ja nicht mal in sie ändern, dass sie losläuft und was ist, wenn ich sie ins Haus bringe, wo ich weiß ja nicht mal, wo sie wohnt. Und das kriege ich sogar noch raus, aber sie ist dann ja nicht, sie geht dann trotzdem einfach wieder raus. Das ist von der Programmierung her wirklich noch verbesserungsfähig. Wenn die Hunger haben und Essen da ist, sollen sie doch was zu essen holen, die. Und nicht einfach losziehen und verhungern. Das sind Dinge, die werde ich, glaube ich, nie verstehen. Genauso wenig, warum die Felder dauernd die Aussätze haben. Das verstehe ich noch sehr viel weniger. Ich könnte es ja verstehen, wenn es mal ein Feld wäre, oder? Aber alle. Wirklich alle. Das ist mir völlig unverständlich. Vor allem, wie soll ich die jemals auf den grünen Zweig kriegen, wenn man immer, wenn es gerade mal ansatzweise wieder gut läuft, dann passiert irgendwas. Dann gehen die Felder kaputt, dann kriegen sie kein Holz, dann erfrieren sie, dann finden sie nichts zu essen und keine Ahnung. Es ist, irgendwas ist doch immer. Wurde ja in den Kommentaren schon mehrmals darauf hingewiesen, ich solle doch bitte was ein Krankenhaus bauen oder ein Hospital, weil immer jederzeit Seuchen ausbrechen können. Das Problem ist, ich komme nicht mal überhaupt in den Bereich, dass ich das Material dafür zusammenkriegen würde, geschweige denn, dass ich jemanden hätte, der es dann bauen kann. Und ja, ich brauche keine Seuchen, die Leute sterben ja auch ohne schon weg. Und ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie viele Kartoffeln ich letzten Winter hatte. Das waren über 2000 Stück. Und die waren im Frühjahr einfach schwupps weg. Und dann halt jetzt die Felder, die wieder nicht funktioniert haben. Jetzt stellen wir mal auf Gras um. Stelle ich später nochmal wieder auf Kartoffeln zurück. Ich habe gehofft, dass das irgendwie das Ganze ein bisschen behebt, den Fehler. Den Fehler, den ich so gar nicht verstehe. Nun denn. Ich hoffe, wir kommen mal irgendwann auf den grünen Zweig und können tatsächlich mal wieder hier anfangen, die ganzen angefangenen Baustellen hier zu beenden und das wirklich mal wieder die Leute sich entwickeln zu lassen, dass sie was wollte ich sagen? Ja, dass das Dorf mal wieder wächst. Sich entsteht hier die Karawane und vor allen Dingen hier, dass wir hier mal die Spedition endlich mal starten können, dass Tiere hinzukommen und sie was dazulernen und all das. Aber zurzeit kämpfen wir jedes Jahr mit irgendeinem anderen Problem. Keine Nahrung, kein Holz, kein was weiß ich. Kind ist älter geworden, Baby wurde geboren. Ist die Schule wieder voll? Nein. 6 von 10, okay. Es wäre echt mal schön, wenn wir mal die Erwachsenen erhalten bleiben würden und tatsächlich was sich was entwickeln kann wieder. Und nicht jedes Jahr der neue Kampf mit den Feldern.
der Nahrung und sonstigem. Und die Jugendlichen dürfen doch gerne jetzt endlich mal älter werden. Sechs hatten mal, einer ist inzwischen älter geworden. Ne, zwei, Entschuldigung. Zwei, ja, haben wir einen? Ne, haben wir nicht. Aber drei sind schon älter geworden, okay. Was machen hier unsere Bauern? Alle noch nicht fertig. Der eine halt, ja. Den haben wir ja deaktiviert. Hier gibt es noch kein Obst. Ich könnte noch ein paar Leute gebrauchen, weil wir brauchen jetzt bald wieder einen Schmied, der hier irgendwie Werkzeug erstellt. Da wäre sehr hilfreich. Was brauchen wir Schmied eigentlich? Holz, Erz. Gern einen von den Fischern und so abziehen, weil das bereuen wir dann wieder nur, dass man, weil wir nicht genug zu essen haben. Haben wir hier Holz? 239, ja. Dann würde ich doch den hier einfach mal pausieren. Das darfst du nämlich an dem anderen hier machen, mein Lieber. Der jugendliche Sate ist älter geworden und kann jetzt mit der Arbeit beginnen. Halleluja! Einmal Schmied, bitte. So. Noch ein Jugendlicher. Jetzt kommen sie so langsam. Wunderbar. Dann machen wir noch einen Holzfäller. Dann können wir das hier auch wieder aktivieren. Hoffen, dass sie hier bald fertig sind mit dem, dass die Bauern bald fertig sind, dass wir die anderweitig einsetzen können. Aber bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder mit dabei, wenn wir unsere Colchester in den Winter begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.